Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, Strategieänderung dafür. Dafür müssen wir halt leider erstmal aus dem Kampfgebiet raus. Keine Ahnung, wie weit wir da weg müssen. Okay, so weit. Bis die Penner vergessen, dass wir da waren. Mann. Oleander-Salbei. Wir brauchen Salbei dafür. Warum haben wir kein Salbei? Warum sind diese Dinge eigentlich immer weg, wenn wir sie eigentlich kaum verwenden? Ackerminze. Ganz toll. Und lass mich raten, wir haben auch keine Giftpfeile. Doch, wir haben Giftpfeile. Zwei? Warte mal, warum steht hier... Achso, zwei von acht oder zwei... Wir haben nur zwei, ich pack's nicht. Das ist einer zu wenig. Oh, fuck you. Ich dachte, wir können das machen, aber nein. Gut, dann eben nicht. Dann eben fucking nicht. Machen wir halt was anderes und suchen uns wieder unsere Scheißbären. Besonders toll ist auch, ich habe null Ahnung, wo Salbei zu finden ist, und diese ganzen Icons auf der Karte helfen auch genau gar nichts, weil du nicht merkst, wie welche Pflanze ganz genau ausschaut. Wenn du jetzt kein Biologe bist oder Kräuterexperte oder so, dann bringt dir das genau überhaupt nichts. Weil die müssen ihre Waffen halt fallen lassen. Wenn sie sich weigern, ihre Waffen fallen zu lassen, wie zum Beispiel die mit den Revolvern, dann kannst du die Challenge halt auch nicht fertig machen. So einfach ist das. Und angeblich sollen wir das einfach mit Giftpfeilen machen. Einfach nur ein paar Gegnern natürlich ins Bein schießen. Und fallen die um, lassen ihre Waffen fallen und das ist erledigt. Wobei ich mich frage, wo ist der Unterschied ist, dass ich irgendwen anderen in den Kopf schieße, weil dann lässt er auch seine Waffe fallen, obviously. Aber das scheint dann nicht zu zählen. Ah, das ist ein Hase. Offensichtlich nicht. Oder? Ne, unbekanntes Tier, okay. Soll ich mir rechts an. Hey, hier ist Salbei, aber es ist der falsche. Das ist Kolibri-Salbei. Und da stand was? Oleander-Salbei? Ja, ist der falsche. Es gibt verschiedene Arten von Salbei auch noch, ne? Aber einer reicht nicht. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Zwei Bären gleich. Halt den Rand. Halt doch den Rand. Es ist mir egal, was du denkst. Halt einfach den Rand. So. Nein, da wollen wir nicht hin, wollen in die andere Richtung. Schauen wir uns einfach jetzt da um ein bisschen und dann werden wir sehen, wo wir landen oder ob wir irgendwo die Pflanzen finden, die wir brauchen. Essen. Das hat jetzt gegolten. War aber die falsche. Das heißt, Gold-Johannisbeere können wir definitiv abhacken. Brombeere vom, denke ich mal, auch. Mit der bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher.
Himbeere sowieso, das war die erste. Dann gibt's ansonsten auch nur noch eine. Aus dem Weg. Da waren gerade Rauchschwaden, jetzt sind sie weg. Was ist hier? Noch mehr Beeren, hm? Noch mehr Gold, Johannisbeere. Nein, nein. Du gehst schön weg. Du wirst sie nicht essen. Was haben wir hier? Karotten, Himbeere. Himbeeren haben. Nein, nicht essen, nicht essen. Ah, hier kann man es wieder abbrechen. Wenn man einfach weggeht. Du, auch Gold-Johannisbeere, auch Gold-Johannisbeere. War wow, okay. Gut, wir steigen gar nicht mehr auf, weil ja, wir haben hier einiges zum Sammeln. Was ist mit dir? Während der die, da irgendwas erntet oder so, ist es unmöglich, das Pferd herbeizurufen. Ich kann nicht pfeifen gleichzeitig. Was war das jetzt? That's better, girl. Okay, ja, dann. Dann du halt nur draufklopfen. Mir soll es recht sein. Mir soll es doch recht sein. Es interessiert mich nicht. Sag mal, wie viele Bären sind hier eigentlich? Noch mehr Himbeeren. Noch mehr Himbeeren, ganz toll. Wow, das habe ich gar nicht gesehen. Noch mehr Karotten. Aber kein Oleandersalbei. Wo auch immer der wieder zu finden ist. Ja, für Javier sollten wir die Oleandersalbe auch sammeln. Euer Camp lasst. What the fuck? Ah, okay. Sumpf. Junge, also dann weiter Weg zum Reiten. Unglaublich. Gibt's das noch etwas näher vielleicht?
Offensichtlich nicht. Gibt's ausschließlich im Sumpf. Na toll! Ja, schön, dort, da reite ich aber nicht hin. Sicher nicht. Ganz sicherlich nicht. Lol, irgendwo mitten im Wald auf einmal. Gibt's noch irgendwas zum Kochen? Ah ja, ein bisschen Vogelfleisch kann man kochen, wenn wir schon dabei sind. Mal sehniges Fleisch, das verkaufen, aber. Aha, jetzt zeigt aber mal wieder nur die Sachen, die wir auch machen können. Ginseng, Pferdearznei. So, irgendwo dorthin. Das klingt nach Sumpf. Das schon wieder. Ich hoffe, ihr hört's noch alles. Es wäre echt ätzend, wenn jetzt nichts mehr zum Hören wäre. So, wir brauchen jetzt Oleander-Ginseng von irgendwo. Wenn wir auch hier sind in der Gegend, können wir auch schon mal die anderen Beeren suchen. Das weit? Ja, nicht so sehr. Schauen wir mal, vielleicht finden wir es auch hier. Einfach mal rein in den Sumpf. Du bleibst gefälligst hier. Ja, warum rennst doch weg, du Mistviech? So will nicht, oder? Ich hab da gesagt, bleib da. Beziehungsweise ich hab da nicht gesagt, renn weg. Beruhig dich, es ist mir egal, was du jammerst. Das ist mir sowas von wurscht. Hast du dir selber eingebrockt, jetzt sieh auch, wie du selber damit klarkommst. Nicht immer da, um deinen Arsch zu retten. Rohrkolben, nicht was wir wollen. Seidenpflanze. Dieses auch nicht. Ja, nicht
mehr viel Munition dafür. Nochmal Rohrkolben. Das ist nicht, was ich will. Heidelbeere. Hey, here. Hier geblieben. Nein, oh, jetzt hat er es wieder genommen statt gegessen. Ich drehe durch und das ist die einzige hier. Vielleicht dringend noch welche mit etwas Glück, aber das ist erstmal die einzige. Boom! Was ist mit dir? Schon allzu blöd. Du warst noch nie mit Dynamit Alligatoren jagen. Schön vorsichtig sein, ja? Noch mehr Seitenpflanzen. Ich frage mich auch, was die unter Oleander verstehen. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. So, Essen. Nicht sammeln. Hat er genommen, waren es aber auch nicht. Na, ich bin echt gespannt, welche da. Wärst du so freundlich, kein Dynamit hier zu zünden, wenn es geht? So, können wir das jetzt da putzen oder nicht? Ah ja. Schön. Gut, damit haben wir diese Beeren auch. Und ich schaue jetzt noch einmal, wo das sein soll. Das soll hier angeblich eigentlich mehr oder weniger überall im Sumpf sein, aber ja. Vielleicht doch auch hier oben. Dann schauen wir halt hier rauf. Mein Gott. Was haben wir da wieder für eine Diva vom Pferd? So. Ah, dann gibt's noch. Die Frage, lass es doch ankommen oder hast du ab? Hm? Lauf so lange du noch kannst. Du läufst in die falsche Richtung. Just saying. Ah, wir müssen auf den sein Gelände scheinbar. Und da ist er not amused. Ah, ich sehe hier aber gar keine Pflanzen. Warte mal, die haben doch. Ah, ein bisschen weiter können wir noch. Das sollte genau hier sein zwischen B und A. Sehen Sie nichts. Hier sind solche Sachen, aber die, wir sind nicht auf der Suche nach Vanilleblumen. Dann gibt es hier nämlich welche, aber kein Oleander. Ich frage mich, verändern die Platzierung von den Pflanzen
auf Spielständen oder durch Patches oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Warte, was? Blume. Das ist aber nur Blume. Dame der Nacht. Exotische Gegenstände gesammelt. Ja, das ist aber nicht, was wir hier suchen, verdammt nochmal. Und wir sind jetzt genau da, wo wir sein müssen. Zumindest laut einer Karte im Internet. Ist es ganz genau. Ganz genau hier in dieser Gegend. Zwischen A und B. Hier ist noch eine Pflanze. Heidelbeere. Hier ist er! Mann! Er ist aber nicht da, wo es auf der Karte angezeigt wird. Junge, Junge, Leute! Schön! Wenigstens sind es gleich drei, immerhin. Noch mal Giftpfeile. Nur im nächsten Part dann ein paar Gegner vergiften. Fünf Stück. Gut. Aber Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.